in Washington für uns, der Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgert. Und Jan-Philipp, du hast während der ersten Amtszeit von Donald Trump in Washington gelebt. Du hast also seine erste Amtszeit hautnah miterlebt. Was würde er bedeuten in einer zweiten Amtszeit? Na, als Trump 2017 im Weißen Haus einzog, da wusste er ja noch gar nicht, wie Politik überhaupt funktioniert. Er war vorher ja nur Unternehmer und Reality-TV-Star gewesen. Und das ist jetzt eine ganz andere Ausgangssituation. Und ich denke, wir würden einen entfesselten Präsidenten erleben, einen Trump Unchained sozusagen, der genau weiß, welche Knöpfe er in seinem Machtapparat drücken muss und der keine Lust hat auf Bedenkenträger und gemäßigte Stimmen wie in seiner ersten Amtszeit. Damals gab es ja Figuren wie Trumps Stabschef General Kelly zum Beispiel, die ihn etwas eingehegt haben. Oder es gab einen Justizminister William Barr, der sich geweigert hat, Trumps Behauptung, es habe in großem Stil Wahlbetrug gegeben, anzuerkennen. Das wird es nach meiner Einschätzung alles nicht mehr geben. Trump würde sich nur noch mit Ja-Sagern umgeben und noch viel kompromissloser seine politische Agenda durchsetzen, als er das von 2017 bis 2021 getan hat. Und das könnte eine schlechte Nachricht für Deutschland sein, wenn es zum Beispiel um Zölle geht. Während seiner ersten Amtszeit hat Trump sich ja etwa auf Stahl- und Aluminiumzölle beschränkt. Aber wenn er wieder an die Macht kommen sollte, will er Zölle in Höhe von bis zu 20% auf alle Importe erheben. Und für die Frage, wie wahrscheinlich das Ganze ist, habe ich jetzt einen weiteren Experten hier, Peter Rau vom Hudson-Institut, der früher als Berater für George W. Bush direkt hinter uns im Weißen Haus gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Peter. Danke für die Einladung. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Trump dieses Mal durchzieht sozusagen und einen echten Handelskrieg gegen Deutschland anzettelt? Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Lesearten. Einerseits würde man sagen, er kündigt das an regelmäßig und wenn er das so sagt, dann wird das auch so kommen. Und es gibt einige Analytiker, die sich als Berater da wirklich das hauptberuflich diese Sachen analysieren und sagen, es wird so kommen. Aber dann, wie eine Art Schweizer Käse, gibt es dann ein durchlöcherte Regulierungen unter anderem, wo halt unterschiedliche Industrien da aushebeln und sich befreien können von diesen Zöllen. Und andere würden dann argumentieren, das ist nur ein Öffnungsanker, ein Hebel, den er einsetzen möchte, um mit Ursula von der Leyen und den Europäern in Verhandlungen zu kommen. Also das, je nach Lesart unterschiedlich zu bewerten. Letztes Mal hat das ja geklappt mit diesen Verhandlungen. Da ist Jean-Claude Juncker hier nach Washington gereist und hat gesagt, komm, wir kaufen den amerikanischen Sojabauern was ab, aber dafür und ein bisschen LNG und dafür lässt du das mal sein mit den Autozöllen. Glaubst du, das könnte wieder klappen? Ich glaube, diesmal ist die europäische Strategie eine andere. Man wird versuchen, Trump davon zu überzeugen, dass man gemeinsam vorgehen wird gegenüber China und die chinesischen Aushöhlungen der intellektuellen, der geistigen Eigentums zum Beispiel. Ob das ausreichend ankommt bei Trump, der immer wieder betont, dass er sich ausgenutzt fühlt von den Europäern, weiß ich nicht. Aber das ist durchaus ein guter Ansatz und kann auch die China-Falken, die Trump ja auch beraten, vielleicht davon überzeugen, dass es mit den Europäern einen besseren Weg gibt, wie Handelszölle anzukündigen und dann auch umzusetzen. Denkst du, Deutschland und Europa könnten in eine Art Zwickmühle geraten? Also entweder mit den USA gegen China oder mit China und dann ohne die USA? Ja, teilweise schon. Also ich würde mir hoffen, dass da die Entscheidung ja schon fix ist. Wir haben ein Bündnis mit Europa, das vertragsgebunden ist und wir sind in etlichen Bereichen schon eng verflechtet, was Direktinvestitionen angeht, Handelsvolumen unter anderem. Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Komponente, die für Deutschland extrem wichtig sind, die Autoindustrie zum Beispiel, die im Moment in Deutschland ja sehr abnimmt, von China abhängig. Aber das eine ist eine liberale Demokratie. Wir feiern hier einen Wahlkrieg mit Sondergleichen heute Abend und in Peking gibt es so etwas nicht. Also würde ich mir hoffen, dass wenn Deutschland wirklich vor einer Entscheidung steht, es könnte in den nächsten 4 Jahren ein Krieg ausbrechen über Taiwan zum Beispiel oder über die Philippinen, wo die USA ja gebunden ist, laut Vertrag der Philippinen zur Seite zu stehen, dass wenn der amerikanische Präsident oder Präsidentin sagt, hier wird die freie Welt verteidigt, dass Deutschland dann letztendlich die Konsequenzen zieht. Weil es wird nicht so sein können, wie zum Beispiel nach der Krim 2014, wo man sagte, gut, das ist eh Teil Russlands oder dafür können wir unsere Beziehungen mit Russland nicht auf den Spiel setzen. Wenn Amerika wirklich sich entscheidet, für Taiwan sich einzusetzen, würde es einen massiven Krieg geben, viele tote amerikanische Soldaten und da würden die Amerikaner schon verlangen, dass die Europäer mindestens ein Embargo gegenüber China durchführen würden. Alles nur Spekulationen, aber gut, heute wird ja ein Präsident für die nächsten 4 Jahre gewählt und in den letzten 4 Jahren hat sich schon so viel verändert, als könnte sich in den nächsten 4 Jahren noch mehr verschärfen. Du hast gerade schon ganz kurz Russland angesprochen. Trump behauptet ja immer, er würde den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine innerhalb eines Tages im Grunde beenden. Wie will er das machen? Was glaubst du, wie meint er das? Also er könnte einerseits mit den Russen versuchen, direkt bilaterale Verhandlungen aufzugreifen und diese dann
was immer da für ein Ergebnis rauskommt, den Ukrainern präsentieren. Andererseits, wenn sich die Russen aber nicht kompromissfähig zeigen und zu hart bleiben, immerhin beherrschen die russischen Streitkräfte nicht einmal die annektierten Gebiete in der Ukraine, die sie bis jetzt in die russische Föderation einverleibt haben, könnte er auch massiv die Ukraine unterstützen und dadurch einen Hebel gegen Russland wahrnehmen. Und da haben wir ja unter der Scholz und Biden Anführung des Westens eine Strategie der Bedingungen und der Beschränkungen erlebt, die den Krieg immer weiter hinaussieht, aber den Ukrainern nie wirklich die Chance gibt, den Krieg zu gewinnen, weil man Sorge trägt vor Eskalation. Trump könnte direkt Gespräche aufnehmen, aber es ist für mich auch durchaus denkbar, dass er massiv die Ukraine unterstützt, wenn er bei den Russen unzufrieden ist und ihnen den Handschellen ablegt. Und das wäre auch wünschenswert aus meiner Sicht. Ein anderes Thema, was ja viele Deutsche umtreibt, ist die Haltung Trumps gegenüber der NATO. Er hat indirekt damit gedroht, auch mal aus der NATO auszutreten. Eric, was glaubst du, wenn Trump jetzt tatsächlich noch mal Präsident würde, wie würde er sich gegenüber der NATO positionieren? Ja, das wird auf keinen Fall so ruhig sein wie die letzten 4 Jahre unter Biden. Aber Trump muss mit Guardrails, mit Institutionen auseinandersetzen. Kongress hat zum Beispiel ein Gesetz durchgesetzt, seit Biden Präsident ist, dass der Präsident kann das nicht mehr eigenständig aus NATO treten. Es ist unwahrscheinlich, dass Trump das versuchen würde, aber wenn es ganz schlimm geht, dann könnte er einfach NATO ein bisschen ignorieren. Das ist die Befürchtung. Aber Trump und seine Berater, und auch wenn es nur Ja-Sager sind, viele verstehen, wie wichtig NATO ist, vor allem jetzt mit Ukraine. Und diese ganz dunkle Szenario, ich weiß nicht, Peter vielleicht hat eine Meinung, ich glaube nicht, dass es so weit kommen könnte, dass NATO, USA aus NATO aussteigt. Also ich muss schon sagen, dass ich von Gesprächen auf Capitol Hill zum Beispiel entnehme, dass die Ukraine ein polarisierendes Thema ist, durchaus. Und dass die NATO nicht weit hinterher hinkt. Und das besorgt mich schon, das treibt mich schon um. Laut Artikel 2 unserer Verfassung steht dem Präsidenten in der Exekutive ja bestimmte Macht zu. Er kann nicht die USA aus der NATO hinaus sind, formell. Aber er kann in einem Interview zum Beispiel sagen, dass er Nordmazedonien nicht verteidigen möchte. Das wird in der Vergangenheit, glaube ich, so verstanden, dass er unseren europäischen Partnern einen Ansporn geben möchte, mehr in die Verteidigung zu investieren. Aber das kann von unseren Feinden und Gegnern auch falsch verstanden werden. Und da ist schon eine Drohkulisse dann vorhanden, die gefährlich werden könnte. Aber die Wirkung Trump hat schon positiv gewirkt mit NATO. Deutschland gibt jetzt viel mehr für seine eigene Verteidigung aus. Trump ist stolz auf diese Wirkung, die er hatte. Auch Mark Rutte sagt auch, das war ein Weckruf für uns und es war ein positiver. Und das ist, was viele Deutsche nicht verstehen. Das ist aus amerikanischer Sicht ein Erfolg. Er hat Deutschland dazu gekriegt, endlich mehr zu investieren. Wobei aber, muss man schon sagen, die gesamte außenpolitische Welt rund um Donald Trump, die Berater, die in hohe Ämter einziehen würden, wenn er die Wahl gewinnt, sehen Zeitenwende als eine Totgeburt. Das nachher noch mal vertiefen, okay. Peter. Wir sind jetzt schon sehr in der hypothetischen Frage. Wir haben die ganze Nacht noch. Wir reden nachher noch ausführlich über die Zeitenwende. Natürlich